Herzlich willkommen zu Literatur und Szenen online im April 2023. Hallo Lilo. Hallo Karin. Und der Frühling ist auch da. Klasse, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie doch so ein paar Sonnenstrahlen unsere gute Laune und auch unsere Energie in die Höhe schießen lässt. Ja, deine Energie brauchst du ja auch teilweise so für deine Bücherlesung. Und Ja, ja. was hast du uns heute mitgebracht? Ich glaube, ich habe wieder drei schöne Bücher mitgebracht. Erstmal nochmal Hallo, ne? Ja, die Sonnenstrahlen, wie du schon sagtest, die versetzen uns in eine tolle Stimmung. Obwohl das erste Buch, wenn ich an das erste Buch denke, ist ein tolles Buch, aber dann ist meine Stimmung gar nicht so gut, ja? Ich will das mal in die Kamera halten. Mary L. Trump, zu viel ist nie genug. Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf. Also, ich habe bewusst dieses Buch jetzt gewählt. Ich hatte eigentlich ein anderes vor, aber weil das ja jetzt ganz, ganz aktuell ist. Wenn ich daran denke, ja, was im Augenblick da in den Vereinigten Staaten los ist, und heute steht es auch in der Zeitung, in 34 Punkten ist der Donald Trump, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, angeklagt wegen Steuerhinterziehung und Verschleierung und so weiter und so weiter. Ja, aber wir wollen ja über Bücher sprechen und deswegen will ich mich auch nur auf das Buch konzentrieren. Mary L. Trump ist 1965 geboren und ist die Nichte von Donald Trump. Ein Großteil ihres Lebens verbrachte sie bei ihren Großeltern im Haus, wo auch Donald groß wurde, mit noch vier weiteren Geschwistern. Zwei Mädchen und drei Jungs waren sie. Marys Vater, Fred, ist aber schon mit 42 Jahren verstorben. Er hatte eine Alkoholsucht und ja, und er ist daran zugrunde gegangen. Aber zu Mary L. Trump zurück. Sie besitzt einen Masterabschluss in englischer Literatur und einen Doktortitel in klinischer Psychologie. Ja, nun zum Inhalt. Was erfahren wir in dem Buch? Und da muss man einfach sagen, die Mary L. Trump, die schreibt schonungslos über die dunkle Seite der Familie Trump. Sie schildert Donald Trump, der in einer Atmosphäre groß wurde, da kann man sich ganz gut vorstellen, dass aus ihm so ein, ich sag jetzt mal einfach, so ein Mistkerl geworden ist. Denn es war einfach so, dass sein Großvater und Vater, also der Großvater von Mary und sein Vater, der hieß auch Fred, dass er also die Familie manipuliert hat. Für ihn zählte also nur das Anhäufen seines Vermögens. Hauptsache viel, viel, viel Geld. Und das hatte der Vater. Also enorme Mengen. Da sprechen wir nicht von Millionen, sondern es geht in Milliarden. Und wir erfahren aber, dass er selbst seinen Sohn Donald unterstützt hat, obwohl er sehr viel Mist immer zwischendurch gemacht hat. Und viele seiner Aktionen sind einfach missraten. Aber der Vater hat ihn immer unterstützt, ja. Und Mary L. Trump beschreibt den früheren Präsidenten, ja, der also in seiner Selbstkonzentriertheit also weite und zerstörende Kreise zog. Ja, das wissen wir auch, aber da erfahren wir jetzt mehr in dem Buch. Und man muss einfach nur sagen, um die Persönlichkeit ihres Onkels darzustellen, hat sie sich auf viele Fakten berufen. Und natürlich auch auf ihr promoviertes Fachwissen als Psychologin. Ja, das ist einfach so, dass man muss einfach sehen, dass der Donald in einer Lebenslüge aufgewachsen ist. Der glaubte, er wäre der Größte, der Schlauste, der Beste und was auch immer, aber das war er nicht. Das schreibt die Mary ganz klar. Der hat überhaupt keine Ahnung von Politik und so weiter. Ja, und er hat also viel Geld von seinem Vater bekommen, der ihm alles verziehen hat, weil er eben so das war so seine Machart. Der Donald Trump war immer ein Macher. Im Gegensatz zu Marys Vater Fred, der mehr in sich gekehrt war und nicht so den Wünschen des Vaters entsprochen hat. Ja, und die Banken, was ich bis heute auch nicht verstehe, wieso haben die Banken ihm mit diesem Geld hinterhergeworfen? Warum haben sie das überhaupt gemacht? Aber sie wollten sein Image aufrechterhalten. Weiterhin erfahren wir,
Er schreibt Mary, dass der Trump also eigentlich nur durch einen Freund die Aufnahmeprüfung an der Universität geschafft hat, weil er den dafür bezahlt hat. Also ich denke, das passt zu ihm. Ja? 99 starb Fred Trump und an Alzheimer. Ja, und jetzt muss man bedenken, da war ja ein Riesenvermögen, aber die beiden, also Kinder von Fred, der mit 42 Jahren verstorben ist, der Vater von Mary, die wurden im Testament nicht bedacht. Ja? Da gab es nur so eine Mini-Sache, die sie in Anspruch nehmen konnten, noch von ihrem Vater, aber ansonsten keiner, auch nicht die Frau, ihre Mutter, keiner wurde bedacht. Ja, und dann haben die natürlich das Testament angefochten, weil das ja erst auch anders sein sollte. Ja, und dann hat der Bruder von Mary hat plötzlich, da haben die ein zweites Kind bekommen und dieses Kind hatte eine ganz schwierige Krankheit und das Leben lang musste Medizin dafür gekauft werden, teure Medizin. Und normalerweise wären sie so in einem Fonds versichert gewesen. Aber das hat man ihnen dann mitgeteilt, dass man sie aus diesem Fonds herausgenommen hat. Der Großvater hat das für alle Familienmitglieder noch eingerichtet. Sie sind also da rausgeflogen und mussten also selber sehen, wie sie klarkommen. Also eine total zerstrittene Sache. Natürlich wurde behauptet, die Mary wäre jetzt sauer und würde deswegen dieses Buch schreiben. Aber sie schreibt, nein, das ist aus einem anderen Grunde. Ich will einfach über diesen Mann aufklären. Ja. Und dann war es so, dass also 2020 sollte das Buch herauskommen im Juni. Dann hat natürlich der jüngste Bruder von Donald Trump, der heißt Roland S. Trump, hat also dagegen Einspruch erhoben, weil angeblich eine Geheimhaltungsabsprache von 1999, also als sein Vater gestorben ist, bestehen würde. Ja, aber mit dieser Klage ist er nicht durchgekommen. Ein Gericht hat das abgewiesen und am 14. Juli 2020 wurde das Buch veröffentlicht. Und man muss sich vorstellen, am ersten Tag waren schon 950.000 Exemplare verkauft. Und was hinterher rausgekommen ist, das habe ich nachgeschlagen, am 22. September 2021, so war es, da wurde das erst bekannt, dass Donald Trump also eine einmalige Verfügung auch eingereicht hat, zwar gegen Mary L. Trump und gegen die Zeitung New York Times, aber das wurde auch abgeschmettert, sodass das also alles veröffentlicht werden konnte. Und zwar wollte Donald, das ist auch wieder bezeichnend, finde ich, er wollte also 1 Million Schadenersatz, 1 Million Dollar Schadenersatz und dann die Erlöse des Buchverkaufes. Auch typisch auch wieder, ja, es geht immer nur ums Geld. Ja, die Frankfurter Allgemeine schreibt, wer diesen Mann für einen Clown hält, sollte unbedingt das Buch von Mary L. Trump lesen. Man erkennt dann, mit wem er es zu tun hat. Also ich muss sagen, ich fand das Buch sehr spannend, jetzt gerade, weil ja auch dieser Prozess angefangen hat. Es hat mich gefesselt und hat mich in meiner ablehnenden Haltung, ich glaube, das merkt man auch, dass ich also da Donald Trump gegenüber sehr ablehnend bin, nur verstärkt. Ja, Karin, was meinst du jetzt zu diesem Buch? Ja, Trump, also ist, genau, kann ich auch sagen, Ablehnung sofort, ne? Und wirklich die Frage, warum kann der alles so machen, wie er es bisher gemacht hat und erreicht alles so, das ist schon erstaunlich, so, dass dieses Gericht endlich auch mal, dass er vors Gericht zitiert wird, da wartet man ja schon ganz lange drauf. Ne? Ich verstehe auch nicht, der hat ja jetzt schon wieder zig Millionen gesammelt. Welche Leute vertrauen dem? Ich begreife das einfach nicht, ich verstehe es nicht. Ich habe noch vergessen zu sagen, es waren 378 Seiten. Aber ich muss sagen, ich habe das wirklich verschlungen, das Buch, weil ich immer dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Man weiß ja selber, dass wenn in der Kindheit viel passiert, dass das prägend ist. Und aber er hat ja wohl auch, und das habe ich noch vergessen zu erwähnen, seine Mutter kam mit ihm überhaupt nicht klar. Und er ist dann auf so ein Military-Internat gekommen, weil seine Mutter mit ihm nicht klar kam. Ist ja auch wieder bezeichnend. Ja, ja, klar. Ja, aber sein Vater fand den einfach toll, weil er so durchsetzungsstark war. Ne? Ja, okay, gut. Nächste Buch. Jetzt kommt wieder ein Krimi.
Harlan Coben, Was im Dunkeln liegt, 444 Seiten. Ich weiß, du bist kein Krimi-Fan, aber das ist wieder so ein Roman, den kannst du ruhig lesen. Da kommt's nie, sind keine blutrünstigen Sachen drin, sondern sehr psychologisch sehr interessant geschrieben. Das sage ich jetzt mal vorweg. Ja, Harlan Coben wurde 62 geboren in New Jersey. Und man muss immerhin, ich weiß nicht, kennst du Harlan Coben? Ist das der Begriff? Nee, überhaupt nicht. Seine Romane, ich habe aber irgendwann schon mal ein Buch von ihm vorgestellt. In 45 Sprachen wurden seine Bücher übersetzt. Und das sagt schon einiges. Ja? Und er hat drei wichtige Krimipreise in den Vereinigten Staaten bekommen. Er lebt heute auch noch immer mit seiner Familie in New Jersey. Ja, wenn wir jetzt zum Inhalt kommen, da ist der Privatdetektiv Wilde ist die Hauptperson. Er wurde als fünfjähriger Junge alleine im Wald ausgesetzt. Ich weiß nicht, also ich habe mir das vorgestellt. So ein kleiner Junge alleine im Wald, Um ohne Gottes Familie, Willen. allein und verlassen, ohne Eltern, ohne Erinnerung an sein vergangenes Leben. Und sein Schicksal wurde auch ganz groß in der Zeitung, da wurde ganz groß darüber berichtet. Und mit der Schlagzeile immer der Junge aus dem Walde, ja. Zum Glück fand er ein neues Zuhause, man hat ihn aufgenommen, liebevoll. Und er hat seinen Weg gemacht, er hat einen Platz in der Gesellschaft und er ist ein bekannter und brillanter Privatdetektiv geworden. Ja, aber das Rätsel, er hat so vieles herausgefunden, aber das Rätsel eben seiner Vergangenheit konnte er bisher noch nicht lösen. Er lebt ziemlich zurückgezogen. Wir kennen ja alle so ein Teenie-Haus, dann können wir uns das mittlerweile auch gut vorstellen. Er lebt mitten im Wald in so einem Teenie-Haus und Reihenhaus, ja. ja, und versucht also möglichst also von der Gesellschaft fern zu sein und nur in bestimmten Fällen dann zu seiner ehemaligen Familie und zu einer befreundeten Familie zu gehen. Ja, er selbst hat mal seine DNA in so einer Familienforschungswebseite die abgegeben und plötzlich ist ein Treffer da. Ja, auf einmal. Und er findet also einen Mann, der sein Vater sein müsste. Da ist eine enorme Übereinstimmung. Es geht eigentlich gar nicht. Und er sucht diesen Mann auf. Aber die Fragen, die er hat, die werden auch hinterher nicht geklärt. Er schafft das nicht. Also er zieht ab. Und ja, jedenfalls ist es so, dass er sich später überlegt, er will doch nochmal mit seinem Vater sprechen. Und da ist der Vater und seine Familie weg. So ein bisschen. Was ist da passiert? Und dann taucht plötzlich auf dieser Familienforschungswebseite noch ein anderer Verwandter von ihm auf. Und als er den sprechen will, ist er weg. Der soll angeblich Selbstmord begangen haben. Und zwar war er, sein angeblicher Verwa sein Verwandter war in so einer Reality-Show ja, tätig und hat da so einige Sachen eben gemacht und ist dann im Internet ganz scharf angegriffen worden. Und das soll der angeblich nicht geschafft haben. Und ja, da muss ich eben noch ein bisschen zu dem Inhalt des Buches weiter sagen. Das ist aus verschiedenen Perspektiven geschrieben. Einmal ist der Protagonist, der Hauptprotagonist ist natürlich Wilde. Aber auch der Täter kommt zu Wort. Und die Organisation, ich muss mal eben einen Schluck trinken, ich fange schon wieder an zu knurren hier. Prost. Prost. Keine Sorge, ist Wasser. Das ist diese Organisation Bumerang. Diese Organisation Bumerang, das sind auch Leute, die alle so einen geheimen Decknamen haben. Und in dieser Organisation versuchen sie im Internet sogenannte Trolle, sie nennen die Trolle, das Handwerk zu legen und die eventuell auch zu bestrafen. Denn man weiß ja selber, dass im Internet viele Nachrichten geschrieben werden, die man vielleicht so auch nicht sagen würde. Ja, das ist ja so, weil man da so anonym sowas reinschreibt und dann sind das Beleidigungen. Ja, und das war auch der Fall, aber sehr grobe Beleidigungen. Aber dabei schreibt also Harlan Coben die Verbindung mit den Social Medien, mit den Reality-Shows und ihren vermeintlichen Stars und auch der Scheinwelt. Und da muss man auch einfach sagen, wir erfahren auch, was manche Menschen tun, um daran teilnehmen zu können, um überhaupt in solche Shows hineinzukommen. Das ist teilweise unvorstellbar. Ja? Es ist spannend einfach zu erfahren,
was mit Leuten passiert in den Shows, ja, was da wahr ist und was da gemacht wird. Und wie gesagt, das sagte ich ja schon, was die alles tun, um überhaupt berühmt zu werden. Die Geschichte wirft aber dem Leser ständig neue Fragen auf, sodass man das unbedingt weiterlesen will. Aber ich sagte dir ja schon am Anfang, keine blutrünstigen Sachen. Es ist einfach nur spannend geschrieben und auch ein bisschen, muss man einfach sagen, modern, dass das Internet da auch eine gewisse Rolle spielt. Also spannend bis zum Schluss. Und diejenige oder derjenige, der Mörder oder die Mörderin, vermutet man nicht. Karin? Was meinst du? Das war ja, der letzte Satz war ja schon sehr animierend, so muss ich sagen. Ja, du bist überzeugt davon, hört sich gut an, also auf ans Lesen. Richtig, okay. Ja, und nun komme ich zu Michaela Wiebusch, steht zwar nicht auf dem, hier auf dem Cover direkt, aber mit Rita Erz, die hat auch daran geschrieben, im Dorf der Schmetterlinge. Und wenn man einmal guckt, ist das auch ein wunderschönes Cover. Und zwischendurch, ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann, ich will mal eben gucken, da habe ich sowas, da findet man immer auch mal zwischendurch Schmetterling. Passt also in unseren Frühling hinein. Ja, Michael Wiebusch im Dorf der Schmetterlinge, nur 223 Seiten. Ja, Michael Wiebusch ist 71 geboren. Ach, Michaela. Ja, was habe ich gesagt? Michael. Ach ja, das ist ja nur so eine Kleinigkeit, fehlt ja nur ein A. Also Michaela Wiebusch ist also 71 geboren, sie ist eine Schauspielerin. Und ist bereits in vielen internationalen TVs, Film und auch Theaterproduktionen zu sehen. Sie ist aber außerdem psychologische Beraterin und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Und diese Michaela hat ein Lebensmotto: Nur wer sich selbst kennt, wird auch sein bestes Leben finden. Finde ich ein toller Spruch, ja? Rita Erz, also mit der sie befreundet ist, war viele Jahre im Management und im Personalwesen tätig. Sie lebt auch in Berlin und ist European Business Coach und berät also auch Führungskräfte. Die Idee zu diesem Buch entstand bei einem gemeinsamen Waldspaziergang. Ja, zum Inhalt. Jewel ist Ende 40. Sie fühlt sich in ihrer Haut nicht mehr wohl. Sie vermisst ihre Tochter, also ihre Tochter ist mittlerweile erwachsen und ist ausgezogen. Außerdem hat sie Angst, in ihrem Job durch eine wesentlich jüngere Kollegin also weggedrängt zu werden. Sie kämpft mit den Wechseljahren und schluckt dauernd Baldrianpillen, damit sie abends überhaupt schlafen kann. Aber sie kämpft also, ne, und auch in der Ehe muss man sagen, ihr gibt es nur Schweigen, Angst vor dem Verlassensein und Streit. Ja, in den Nächten kann sie trotz dieser Pillen oft nicht schlafen. Sie fühlt sich verbraucht, oft ungeliebt und nach einem heftigen Streit mit ihrem Mann kommt sie also schlaftrunken, also wenn man sagen, geht sie schlaftrunken in den Garten und sieht auf einmal ihre alte Hängematte und da legt sie sich herein. Ja, und siehe da, sie schläft ein. Und sie träumt. Und sie träumt, dass sie durch einen Wald geht und dass sie in diesem Wald auf einmal an einer Weggabelung sich befindet. Und da auf der einen Seite, da ist also so ein Wegweiser, auf der einen Seite steht dann auf dem Richtungspfeil Rückweg. Und auf dem anderen, in der anderen Richtung steht mein bestes Leben. Ja, und sie überlegt noch. Und plötzlich sieht sie so einen kleinen Specht obendrauf sitzen. Der Specht heißt Cupido. Und der kann auf einmal sprechen und sagt, geh doch bitte in die Richtung mein bestes Leben. Sie versteht im Augenblick nicht, warum der Specht sprechen kann. Aber der Specht kann ihr das so eindeutig erklären, dass sie mit ihm geht. Und sie kommen da mittlerweile in ein Dorf. Um da hineinzukommen, hat sie auch große Probleme. Da muss sie auch einige Hürden erst bestehen, aber sie schafft das. Und der Specht ist immer in der Nähe, aber nur so lange ist er in der Nähe, wie er sie überredet. Und dann ist er weg, dann muss sie alles alleine schaffen. Also im Dorf trifft sie auf andere Personen, auch auf Familienmitglieder. Und sie wird konfrontiert mit deren Sorgen und
Nöten und Sehnsüchten, die auch sie betreffen. Sie erlebt Angsthasen und farblose wie prächtige Schmetterlinge. Da werde ich gleich noch was zu erzählen. Sie selbst gewinnt an Selbstvertrauen, Zuversicht, Freude und weiß endlich wieder, was Glück bedeutet. Jules lernt so, sich ihren Ängsten zu stellen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Man muss einfach nur sagen, die Autorin vermittelt also gute Tipps für schwierige Lebensphasen. Somit kann sie den Lesern helfen, die Selbstzweifel, Ängste und Minderwertigkeitsgefühle zu besiegen und das Glück zu finden. Oft sind die Sichtweisen dazu versperrt. An dieser Stelle möchte ich einfach mal sagen, manchmal wie heute reicht es dazu, Glück zu empfinden, wenn man nach draußen hinguckt und die Sonne sieht und die Sonnenstrahlen und denkt, ach Mensch, jetzt fängt wieder der Frühling an. Das ist schon ein bisschen Glück. Und was man auch dann nehmen kann, und das soll man auch sehen. Ja, in diesem Buch erfahren wir viel über Achtsamkeit, Liebe, Neuanfang, das Älterwerden und viele weitere Themen. Ein tolles Buch, ganz anders, als man es erwartet. Das zum Nachdenken anregt. Also ich würde dieses Buch in eine Richtung geben, eine Anleitung zur Lebenshilfe. Obwohl es in einigen Stellen sich so liest wie eine Fabel. Ja, es lohnt sich meiner Meinung nach, dieses Buch zu lesen. Und nun möchte ich zum Titel dieses Buches kommen. Hier im Dorf der Schmetterlinge. Immer dann, wenn sie im Traum, das ist ja alles Traum, wenn sie dann schlechte oder schwierige Gedanken hatte oder sich sagte, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, dann waren die Schmetterlinge farblos. In dem Moment, wo sie dann also gute Gedanken hatte, sich freute, glücklich war über auch kleine Dinge, da wurden die Schmetterlinge farbig. Und das finde ich einfach eine tolle Idee. Ja, Karin, jetzt bist du wieder dran. Hört sich ja fabelhaft an. Ja, ja. Sehr schöne Idee, so ein Buch aufzuführen, so letztendlich mit diesen schwierigen Themen des eigenen Lebens so. Und ich denke mir, das hat man ja ganz oft, je nachdem in welcher emotionalen Verfassung man sich befindet, greift man auch zu einem bestimmten Buch. Ja. Und da findet das Buch letztendlich den Leser. Das könnte ich mir jetzt bei so einem Buch auch vorstellen. Ist ein Spiegel-Bestseller-Buch, hatte ich noch vergessen zu sagen. Und unten drunter steht noch, vom Aufbruch in mein bestes Leben. Also es ist sehr neu noch, habe ich von einer lieben Freundin bekommen, von 2022. Da ist es schon die dritte Auflage. Also daran kann man erkennen, dass es wirklich brandaktuell und lohnt sich wirklich zu lesen. Kann ich also nur empfehlen. Ja. Sehr schön. Ja, dann bleibt uns gar nicht mehr so viel zu sagen, sondern Präsenzveranstaltungen in diesem Monat haben wir ja leider nicht. Und wir werden aber wieder ganz aktiv mit allen Büchern im Mai wieder dabei sein. Dann werden wir auch wieder ein Video drehen und natürlich auch eine Präsenzveranstaltung durchführen. Genau, dann einen schönen Frühling bis dahin.